Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhold Meyer. Ich bin stellvertretender Geschäftsführer und Marketingleiter. Ich freue mich, Sie recht herzlich hier bei Singen Kongress in der Stadthalle Singen zu unserem vierten Wirtschaftsforum begrüßen zu können. Das vierte Wirtschaftsforum steht unter dem Motto Leben, Arbeiten, Gestalten, gliedert sich in zwei große Teile, in ein Tagesprogramm mit sehr vielen Vorträgen und interaktiven Workshops zum Thema beispielsweise Familie, Karriere und Beruf, auch zum Thema Generation Y. Und abends gibt es mit Dr. David Bussard, einer der bedeutendsten Trendforscher zum Thema Konsum, Wirtschaft aus der Schweiz vom Gottfried-Duttweiler-Institut, dem ehemaligen Gründer der Mikrokette, einen Vortrag zum Thema, wie die Arbeit der Zukunft aussehen wird. Also alles hochspannend. Und wir freuen uns natürlich im Besonderen, dass wir wieder zahlreiche Unterstützer und Sponsoren haben, die es uns ermöglichen, diese Veranstaltung anbieten zu können. Es sind viele Gäste da heute. Wir hoffen auf einen sehr innovativen und interaktiven Tag. Ja, ich darf Sie im Namen der Volksbank Schwarzwaldbacher Hegau hier heute Morgen in der Stadt alle recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns auf ein tolles Wirtschaftsforum, mittlerweile das vierte in Folge, was wir als Hauptsponsor begleiten dürfen. Ich glaube, neben den ganzen fachlichen Themen ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier in Singen eines tut, nämlich Netzwerken, denn Netzwerken ist ein Teil des Erfolgs, auch im Wirtschaftsleben. Und in den letzten Jahren hat sich das schon sehr, sehr gut entwickelt. Und wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Wirtschaftsforum wieder einen Beitrag zur Fortentwicklung, zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes hier in Singen im südlichen Hegau bieten können. Allen Teilnehmern viel, viel Spaß und Erfolg. Und ich gehe davon aus, dass alle etwas mitnehmen. Meine Ausgangssituation war nicht ganz einfach. Ich möchte sagen, es waren die schlechtesten Voraussetzungen, die man sich vorstellen kann, nämlich alleinerziehend mit 4 kleinen Kindern, ohne Kapital, ohne jemanden im Rücken zu haben, Familie weit weg. Und wenn Sie sich so einem Arbeitgeber vorstellen, dann ist der verständlicherweise nicht besonders begeistert davon. So ist es mir gegangen. Ich habe etwa 100 Bewerbungen geschrieben, habe nur Absagen bekommen, wenn ich dann mal zu einem Gespräch vorgelassen wurde, hieß es dann gleich so fast etwas helfend: Sie haben doch sicherlich eine Mutter, die sich um die Kinder kümmern wird, eine Großmutter. Und als ich dann sagen musste, nein, die sind 800 Kilometer weit weg, dann war also die Sache endgültig vorbei und gegessen. Und aus dieser Situation heraus habe ich mir dann überlegt, warum mache ich nicht das, was eigentlich unmöglich scheint, nämlich ich mache mich selbstständig. Und es war eigentlich eine Frage des Perspektivwechsels. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich alleinerziehend war und weil ich 4 kleine Kinder hatte. Und das war der Schlüssel und der erste Grundstein zu meinem Erfolg. Nun mag das ein bisschen vielleicht wie ein Märchen klingen, ist es aber nicht. Es ist eine ganz einfache, klare Entscheidung gewesen und auch Sie können diese Entscheidung treffen. Es geht darum, sich einmal hinzusetzen und zu überlegen, was man eigentlich besonders gut kann. Und dann in kleinen Schritten, es muss ja nicht gleich ein großer Schritt sein, zu überlegen, wie baue ich mir etwas auf. Ob das nun eine Selbstständigkeit ist oder ob das ein neuer Berufsweg ist, das ist im Prinzip möglich. Und mein Rat ist es, nehmen Sie Ihre Familie dabei mit ins Boot. Ob es die Kinder sind oder der Partner ist, die müssen das mittragen. Und wenn Sie diese Verabredung getroffen haben, dann können Sie gemeinsam die nächsten Schritte gehen und werden erstaunliche Qualitäten an sich selbst entdecken können. Wir freuen uns, dass so viele Besucher hierher nach Singen kommen. Singen ist eine Industriemetropole, hat aber auch sehr viele mittelständische Betriebe, erfolgreiche mittelständische Betriebe. Pünktlich um 11.30 Uhr startete Roland Frank die Workshops. Schnell füllten sie die Schulungsräume mit den zahlreichen Gästen. Fachwissen und Tipps im Umgang mit Arbeitnehmern und sich selbst als Führungskraft, das waren hier auf dem Wirtschaftsforum in Singen die Themen des Tages. Mitmachen und diskutieren war hier erwünscht. Thank you.
Ja, Industrie 4.0, ein großes Thema. Besonders die Generation Y ist natürlich durch ihre Technologieaffinität dafür geeignet, dort entsprechend ihr Know-how einzubringen, ihre Kenntnisse, um den Unternehmen zu helfen, dort voranzukommen und auch die älteren Generationen natürlich abzuholen, ihr Wissen in die neuen Medien, in die neuen Technologien zu transferieren. Und das ist ganz wichtig, eine Impulsgebung, vielleicht mal ein Stück weit umzudenken, in Richtung ordentliche Work-Life-Balance. Zum Abschluss des Tages kündigte Jörg Braun dann den Star des Abends an. Dr. David Bosshardt, sein Vortrag begeisterte die Zuschauer der ausverkauften Stadthalle. Wir sagen Danke und freuen uns schon jetzt auf das kommende Wirtschaftsjahr.